Hallo und willkommen zu AppCheck 28. Ja, im letzten Video habe ich ja schon die neuen iPods vorgestellt mit der Screenflow-Demo, die ich nochmal neu machen werde, dass man nicht diese Schrift dort sieht. Und jetzt möchte ich gleich anfangen mit Run, Rump, Rump and Fly to Light. Es ist kostenlos und ich zeige es jetzt erst einmal. Ja, es geht darum, mit so einem kleinen Männchen so weit wie möglich zu kommen in 30 Sekunden. Ja, ist mal ganz amüsant. Ich stelle mich jetzt richtig doof an. In der Probe hat es schon sehr gut geklappt mit über 700 Metern. Ja, jetzt stelle ich mich hier richtig doof an. Naja, ist ganz, denke ich mal, noch akzeptabel. 493 Meter. Ja, was soll ich, wie schon gesagt, dazu so noch sagen? Ich würde sagen, nicht so viel. Es ist, wieder gesagt, ganz okay, kostenlos. Mal für zwischendurch. Ja, die Frühversion, die Optionen gibt's noch, wo man hier halt noch so verschiedene Sachen einstellen kann. Ja, ich kann das Wetter einstellen. Und das dann nochmal zeigen. Ja, jetzt regnet's. Ja, jetzt läuft schon ein wenig besser. Ja, 541,3 Meter. Ja, und damit weiter zur nächsten App. Ja, die nächste App ist Chopper Light. Ich werde jetzt in nächster Zeit noch nur Light-Version vorstellen. Ja. Was macht man in Chopper Light? Das muss ich jetzt mit der Till-Steuerung machen. Ja, dann können wir halt abheben. Das sieht man jetzt vielleicht ein wenig schlecht. Ja, jetzt bin ich schon gestorben. Ich kann ja mal probieren, die hier so ein Stückchen runter zu setzen. Ja, genau. Und so sieht das dann aus, wenn man explodiert. Ja, man muss die Leute retten. Nachher kommen noch Feinde. Ja, und man kann dann halt auch noch schießen oder so eine Bombe machen. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Mehr kann ich dazu nicht vorstellen. Ja.